Der Halbleitermarkt ist riesig, 600 Milliarden Dollar schwer. Und technologisch führend zu sein bei Halbleitern, das ist eine Überlebensfrage oder es wird zumindest so gesehen. Und darum haben wir jetzt auch einen riesigen Subventionswettlauf. Wir haben gleichzeitig auch den Halbleiterkrieg zwischen den USA und China. Was heißt es für die Aktien der Chip-Hersteller? Was könnte das heißen für die Hersteller von Chip-Produktionsmaschinen? Und was heißt es auch möglicherweise für Chip-Aktien aus China? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Jugend in den USA, man kann sie nur bedauern. Sie macht mehr mit als alle Generationen vor ihr. Erst Covid-19, die hängen ja nicht von sich aus den ganzen Tag vorm Smartphone und vor der Spielkonsole, sondern sie sind da ja durch die Pandemie erst reingedrängt worden. Und jetzt droht aber auch noch das Verbot von TikTok. Chinas Weltherrschafts-App, die natürlich jetzt weg muss. Sie ist gegründet worden vom chinesischen Konzern ByteDance und da ist es auch völlig egal, dass TikTok außerhalb von China von westlichen Investoren kontrolliert wird und dass die Daten auf Servern in den USA liegen und dass der Datenverkehr über Oracle läuft. Es ist und bleibt ein Instrument der psychologischen chinesischen Kriegsführung und eine Gefährdung der nationalen Sicherheit der USA. Und der TikTok-Chef, der hat neulich antreten müssen vor dem US-Parlament, wo er permanent unterbrochen worden ist und niedergeschrien worden ist und beschimpft worden ist von komplett aufgebrachten, hysterischen US-Abgeordneten aus beiden Parteien. Es war wie in der guten alten McCarthy-Zeit. Das Ganze ist natürlich eine anti-chinesische Maßnahme in erster Linie. Und zwar eigentlich noch eine von den eher harmlosen. Die USA sind im Wirtschaftskrieg mit China. Der ist zurzeit vor allem ein Halbleiterkrieg. Warum Halbleiter? Es ist eigentlich klar, wir sind im digitalen Zeitalter. Ein durchschnittliches Auto hat heute 1200 Chips, doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Wir haben Internet of Things, wir haben Virtual Reality, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und. Man braucht für alles immer mehr und immer bessere Halbleiter. Und die Politik ist darauf aufmerksam geworden in der Corona-Krise, als es die Halbleiter, die man gebraucht hätte, eben einfach nicht mehr gegeben hat. Es war natürlich vieles knapp in der Zeit, Toilettenpapier zum Beispiel ja auch. Trotzdem gab es von der US-Regierung niemals einen Toilet Paper Act, aber es gab sehr wohl dann einen Chips and Science Act. Hier sehen wir Joe Biden und ein paar Regierungsmitglieder, wie sie den unterschrieben haben. Wenn man viel Geld ausgeben kann, dann ist die Stimmung in der Politik immer super. Sie pumpen also 52 Milliarden Dollar an Subventionen in die Chipindustrie, hauptsächlich um Produktion zurückzuholen in die USA. Die USA sind vorn in der Halbleiterentwicklung, können aber die meisten Halbleiter nicht mehr selber herstellen. Und diese Riesensubventionen, die zeigen jetzt auch Wirkung. Man hat es geschafft, dass Intel für 20 Milliarden Dollar eine Chipfabrik baut in Ohio, dass Samsung für 17 Milliarden Dollar eine Fabrik baut in Texas und dass Taiwan Semiconductor, der größte Auftragschiphersteller der Welt, sogar für 40 Milliarden Dollar zwei Chipfabriken baut in Arizona. Den USA ist also ihre Krise, ihre Abhängigkeit bewusst geworden. Der Chef von Intel, Pat Gelsinger, der hat gesagt, die letzten Jahrzehnte sei es in der Geopolitik darum gegangen, wer das Öl hat. Jetzt würde es aber darum gehen, in Zukunft, wer die Chipfabriken hat. Es ist klar, ein Land, das da abgeschnitten ist, das kann nicht mehr mithalten. Nicht wirtschaftlich, nicht technologisch und auch nicht militärisch. Also eigentlich mehr oder weniger, ne, geht es da um Leben und Tod. Und aber darum, gerade darum ist der zweite Teil der amerikanischen Chip-Strategie umso härter, nämlich der Versuch, China von der Entwicklung da abzuschneiden in der Halbleitertechnologie. Erst durch Boykotte von einzelnen Unternehmen wie Huawei zum Beispiel,
Dann grundsätzlich das Lieferverbot für Maschinen, die man braucht für die Halbleiterproduktion, zumindest für hochwertige Halbleiter. Und jetzt gibt es durch diplomatischen Druck der USA auch eine internationale Boykottallianz. Jetzt wird China auch durch Japan und die Niederlande nicht mehr beliefert mit solchen Maschinen. Und kombiniert mit dem Chips and Science Act ist es jetzt so, wer in den USA Subventionen haben will, der darf in China nicht mehr expandieren. Und das gilt dann eben auch für große ausländische Konzerne, so wie Taiwan Semiconductor, Samsung und Hynix. Und ich habe es hier schon oft gesagt, das Ganze ist natürlich sehr feindselig und das wird in China natürlich auch genauso gesehen. Und China muss da jetzt aufdrehen. Es fördert seine Chipindustrie jetzt schon immens. Es hat ja 2015 schon gesagt, in der Made in China 2025 Strategie, dass sie da zu einem Technologieführer aufsteigen wollen im Halbleiterbereich. Jetzt ist die Rede von einem neuen 145 Milliarden Dollar Programm für die Chipentwicklung. Das wäre also dann fast dreimal so viel noch wie im Chips and Science Act. Und mein letztes Video zum Halbleitersektor, das habe ich hier ja gemacht, Mitte Januar, zu den großen Auftragsherstellern Taiwan Semiconductor, Samsung und Semiconductor Manufacturing International aus China. Und ich habe damals auch gesagt, ich sehe den Chipsektor eigentlich langsam wieder positiv nach diesem starken Absturz im letzten Jahr. Und er hat sich dann auch gut entwickelt. Das ist zum Beispiel der Philadelphia Semiconductor Index mit 30 Halbleiterkonzernen drin aus den USA. Das Ganze seit Anfang 2022. Der Chart ist von TradingView. Seit Oktober geht es wieder aufwärts, wie am US-Markt insgesamt. Aber die Erholung, die ist im neuen Jahr auch weitergegangen. Und damit war der Chipsektor die letzten Monate auch ein klarer Outperformer. Allein dafür hätte es sich also schon gelohnt, den Kanal hier zu abonnieren. Also denken Sie drüber nach, dabei dann auch einfach noch auf die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos von mir da sind. Aber man sieht schon, es geht natürlich da drunter und drüber. Wir sind in einem Halbleiterkrieg, kann man sagen. Und wie man es aber auch dreht und wendet, man landet da immer wieder in einem Sektor, der diese ganzen Chip-Produktionsanlagen eben herstellt. Und da landet man auch immer wieder bei einem Unternehmen, nämlich ASML aus Holland. Die Schaltkreise auf den Chips, die werden ja immer winziger. Die kann man ja jetzt nicht mal einfach draufbauen, sondern die Strukturen, die werden mit Maschinen von ASML mit extremem ultraviolettem Licht drauf belichtet, also sozusagen reingebrannt. Da sehen wir eins von diesen Monstern, die Monstermaschinen, die kosten hunderte Millionen Dollar und ASML ist da quasi ein Monopolist. Hier haben wir auch den Chart, die letzten 5 Jahre. Auch da haben wir klassisch den Kursrückgang gehabt letztes Jahr und dann aber eben auch wieder eine ordentliche Erholung, weil der Umsatz ist auch letztes Jahr nochmal gestiegen um 14%. Der Gewinn ist nur leicht gefallen, unter anderem, weil auch ASML witzigerweise, obwohl es der wichtigste Zulieferer der Halbleiterindustrie ist, auch die haben unter Halbleiterknappheit gelitten. Und der Konzern geht jetzt aber für dieses Jahr aus von einem weiteren Umsatzwachstum von 25% nochmal, trotz der China-Sanktionen, weil, wie man sich ja denken kann, es werden jetzt eben überall auf der Welt diese riesigen Halbleiterfabriken eben hochgezogen. Und auch in der EU und in Japan gibt es jetzt auch große Förderprogramme schon. Die Aktie ist jetzt natürlich nicht mehr billig, so dumm ist der Markt auch nicht. Wir haben ein KGV von 34. Ich bin aber trotzdem der Meinung, es ist ein fantastisches Unternehmen. Man kann da bei Schwäche immer wieder mal ein paar kaufen, weil ASML ist einfach bis auf Weiteres unentbehrlich. Und wenn der Chipsektor weiter wächst, was wahrscheinlich ist, dann werden die auch weiter wachsen.
Es hat neulich allerdings eine Meldung gegeben, Applied Materials, die hätten ein Konkurrenzprodukt zu diesen Lithografiemaschinen von ASML, die Centura Sculpta. Hier haben wir sie, das Bild ist von Bloomberg. Bloomberg klärt uns da in dem Artikel aber auch gleichzeitig auf. Es ist eine Maschine, die diese lithografische Belichtung nicht ersetzt, mit der man aber weniger von diesen Belichtungen braucht. Und das spart viel Geld. Das wird jetzt die Technik von ASML nicht verdrängen, aber es ist wohl eine ganz gute Ergänzung und auch ein interessantes Produkt. Und hier haben wir den Chart auch von Applied Materials, auch da die klassische Erholung wieder dieses Jahr. Und das KGV auf die Gewinnprognosen für dieses Jahr, das liegt da ungefähr bei 16. Damit ist sie natürlich billiger, sie ist aber wahrscheinlich auch etwas zyklischer, die Aktie. Und ich bin grundsätzlich positiv für die Zulieferer der Halbleiterindustrie. Ich bin da relativ optimistisch. Ich bin vor allem bei denen optimistisch, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie sich auch das China-Geschäft jetzt nicht wegnehmen lassen. So wie zum Beispiel ASMPT. ASMPT, die sind weltweit vertreten, zum Beispiel auch bei uns in München und Regensburg. Es war früher mal ein Schwesterkonzern von ASML. Sie sind jetzt aber getrennt und der Firmensitz ist in Hongkong. Und der China-Anteil vom Umsatz, der war da letztes Jahr bei 42%. Das ist der Chart in Hongkong-Dollar, obwohl letztes Jahr die Auftragslage schlecht war. Wir haben auch da jetzt wieder eine ordentliche Erholung. Und ASMPT, die machen zum Beispiel das Bonding und die sogenannte Verpackung von Chips, weil die müssen ja auch eingefasst werden dann und sie müssen ja überall auch gut mit Strom versorgt werden und sie müssen auch getestet werden. Das sind alles Sachen, wo ASMPT einer der wichtigsten Anbieter ist. Das KGV ist auch hier ungefähr bei 16 und sie haben, was untypisch ist, auch eine Dividendenrendite von ungefähr 4%. Und auch ein wichtiger Zulieferer und auch eine ganz interessante Aktie, das ist ASE Technology aus Taiwan. Ist für eine Aktie aus so einem zyklischen Sektor eigentlich relativ stabil gewesen und sie haben auch eine solide Bilanz und das KGV ist hier nur bei 10,5 ungefähr und sie haben sogar eine Dividendenrendite von über 6%. Kann man auch haben, vielleicht als spekulative Beimischung, ist aber an den deutschen Börsen relativ markteng. Also bitte jetzt nicht alle auf einmal kaufen hier. Aber wie sieht es überhaupt aus mit Taiwan, wo ja die meisten Chips, die von in den USA entwickelt werden, wo die dann ja produziert werden, wo die herkommen? Es gab neulich eine ganz interessante Dokumentation auf Arte, die Megamacht der Mikrochips, war grundsätzlich sehenswert. Ich tue Ihnen hier auch den Link noch drunter. Aber es sind auch so Thesen vertreten worden, wie zum Beispiel die Halbleiterproduktion, das sei Taiwans Lebensversicherung, weil sie sei der Grund, warum die USA Taiwan verteidigen würden, wenn China es angreift. Wenn das so wäre, dann hat aber Morris Chang, der Gründer von Taiwan Semiconductor, neulich Landesverrat begangen, als bei Taiwan Semiconductor beschlossen worden ist, dass die zwei Werke in den USA bauen werden. Die zwei Werke, die reißen es jetzt natürlich auch nicht raus, aber wenn davon das Überleben von Taiwan abhängen würde, dann hätte die Regierung da natürlich diesen beiden Werken in den USA nicht zugestimmt. Und es wird ja auch gern vergessen, dass Taiwan Semiconductor auch zwei Werke in China hat, zum Beispiel. Das ist die Aktie, 5 Jahre in Taiwan-Dollar. Sie hat sich ebenfalls ganz gut erholt, weil Taiwan Semiconductor natürlich einen unglaublichen Vorsprung hat in der Produktion. Vor allem bei den ganz leistungsfähigen Chips, so im Bereich 5-Nanometer- und 3-Nanometer-Technologie. Dafür haben sie aber natürlich auch unglaublich viel investiert und investieren weiter unglaublich viel. Das holt man aber dafür auch nicht so schnell ein. Morris Chang, der hat aber auch schon gesagt, so richtig glücklich ist er gar nicht mit diesen neuen Werken in den USA. Die Kosten sind da wahrscheinlich deutlich höher, möglicherweise um bis zu 50%. Nur man müsse es eben trotzdem machen, weil die Globalisierung, die sei einfach tot. Das ist wohl eher der Grund für das Ganze. Und ich vermute auch, das wird für die ganze Industrie jetzt so langsam ein Problem. Man zieht ja jetzt Kapazitäten hoch,
hoch doppelt und dreifach, weil jede Wirtschaftsregion glaubt, sie braucht diese Produktion jetzt, die bis jetzt global war, sie braucht die jetzt mehr oder weniger für sich ganz allein. Das ist gut für die Ausrüster kurzfristig, aber es ist möglicherweise mittelfristig schlecht für die Chipproduzenten. Und ich kann mir vor allem vorstellen, dass Intel sich da jetzt auch gerade ein bisschen verhebt mit diesem Plan von denen, dass sie jetzt auch viel stärker als bisher selber Halbleiter produzieren. Der Markt für Halbleiter wird weiter wachsen, das ist gar keine Frage. Aber es ist eben auch ein harter Markt, die Produktion mit einem harten Kostendruck. Und ein zusätzlicher Aspekt ist auch, dass der chinesische Markt für die nicht-chinesischen Chip-Anbieter wahrscheinlich schrumpfen wird die nächsten Jahre. China ist der mit Abstand größte Markt für Halbleiter. Es steht für mehr als 50% von der globalen Nachfrage. Zum Teil kommen die dann ja in Geräte, die China dann wieder exportiert. Dadurch kommen sie dann wieder zu uns zurück. Aber davon haben bis jetzt alle sehr gut gelebt. Nur China darf ja jetzt keine neuen Halbleiter mehr haben. Und darum sind sie jetzt auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sie die in Zukunft selber produzieren können. So oder so, sie müssen es schaffen. Bis jetzt waren sie da noch nicht so super erfolgreich, trotz riesiger Investitionen. Es gibt wohl einiges, das sie entwickelt haben natürlich, aber das reicht anscheinend noch nicht zum Masseneinsatz. Nur jetzt ist der Druck natürlich noch viel größer und so ein Konzern wie Huawei, der ja seit 2019 von harten amerikanischen Sanktionen betroffen ist, dem geht es zwar immer noch schlecht, der Gewinn ist letztes Jahr nochmal um 69% eingebrochen, auf 5 Milliarden Dollar ungefähr. Aber Huawei haben eben auch gesagt, dass sie in ihren Produkten inzwischen 13.000 Komponenten ersetzt haben durch eigene Entwicklungen oder Entwicklungen im eigenen Land. Das ist der Weg, den China jetzt geht, den es auch gehen muss. Und wenn wir uns da börsennotierte Chip-Hersteller anschauen, da gibt es zum Beispiel so Phänomene wie Hua Hong Semiconductor, wo der Gewinn letztes Jahr mitten im Halbleiterabschwung um 72% gestiegen ist. Hua Hong kann nur Halbleiter, die relativ wenig anspruchsvoll sind. Aber die chinesischen Kunden haben natürlich gesagt, lieber solche Halbleiter als gar keine. Das wird bei denen jetzt auch nicht ewig so weitergehen, aber zurzeit funktioniert's. Und hier noch der große chinesische Hoffnungsträger Semiconductor Manufacturing International oder SMIC, der erfolgreichste Auftragsproduzent in China. Letztes Jahr nochmal ein Rekordgewinn und der Umsatz ist auch nochmal um 34% gestiegen. Solide, schuldenfrei KGV von 11 und den Marktanteil, den sie in China haben, den dürften sie sicher haben. Aber auch da werden die Sanktionen reinhauen die nächsten Jahre. Das ist also im Moment auch eher relativ spekulativ. Nur irgendwer wird eben in China es irgendwann mal schaffen müssen, dass er da aufholt, weil China sonst diesen Halbleiterkrieg verliert. Und das wird dann mit Sicherheit auch ein Unternehmen sein, das dann immens viel Geld verdienen wird. China will jetzt auch zur WTO gehen und gegen die Sanktionen da protestieren. Dafür gibt's natürlich die WTO und dafür wollten wir früher ja auch alle, dass China da auch mit eintritt. Und ich bin mal gespannt, wie das Verfahren ausgeht. Wenn China da auch scheitert, dann könnte es zum Beispiel auch passieren, dass es die westlichen Patentrechte auf Technologie irgendwann mal einfach nicht mehr anerkennt und das einfach alles nachbaut. Das wäre die nächste Eskalationsstufe. Oder aber es kommt eben aus eigener Kraft weiter, aber so oder so. Bis jetzt war China nicht wahnsinnig erfolgreich mit seiner Halbleiterstrategie. Es hat die USA in dem Bereich auch nicht wirklich herausgefordert. Nur jetzt haben aber eben die USA China in eine Lage gebracht, in der es gleichziehen muss technologisch und darum auch erbittert kämpfen wird mit einem nie dagewesenen Aufwand. Also wenn China das schafft, da aufzuholen, dann haben sich das die USA selber zuzuschreiben und der chinesische Absatzmarkt, der wäre dann aber für die USA natürlich auch weg. Es bleibt auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Wir werden das hier natürlich auch weiter verfolgen.
Aber erstmal interessiert uns natürlich hauptsächlich, wie es weitergeht mit TikTok. Und wie gesagt, in den USA ist ein Verbot nicht mehr abwegig. Das heißt aber auch, für 150 Millionen aktive Nutzer da bricht das Habitat, das sie gewohnt sind, auf einen Schlag in sich zusammen und sie sind auf einen Schlag konfrontiert mit einer völlig anderen Realität. Häuser, Bäume, Straßen und solche Dinge und andere Menschen. Ja auch. Und bei uns ist es noch nicht so weit zum Glück, aber auch in Deutschland ist TikTok zumindest für Bundestagsabgeordnete inzwischen nicht mehr erlaubt. Und die haben auch ganz offensichtlich einen Realitätsschock erlitten dadurch, so wie sie alle planlos rumeiern zurzeit. Und was bleibt uns dann aber am Ende? Vielleicht ja wirklich nur noch Opas Fernsehen oder fast genauso schlimm die ganzen Boomer-Formate hier auf YouTube. Aber ich kann Sie trösten, auch da gibt es ein paar ganz passable Sachen und Sie können die ja sogar fördern und unterstützen, zum Beispiel mit Kanalabos. Da haben wir dann alle was davon. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.